Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Planet Crafter. So, diese Folge habe ich zwar im Vorhinein aufgenommen, ich hoffe das Update ist noch nicht da, aber es hat geheißen Ende Februar. Ich will aber noch was fertigstellen gemeinsam mit euch. Und zwar, da sind wir ja, wie wir in der vorigen Folge gesehen haben, am Ende angelangt. Da sind wir am Ende angelangt. Da sind wir am Ende angelangt. Und oh, da natürlich auch. So, und hier haben wir alles erreicht. T5, wir haben davon welche aufgestellt. Wir haben alle Schmetterlinge gesammelt, die man sammeln kann. Und das, was uns hier noch fehlt, ist Schmetterlingsfarm T2. Alles andere haben wir erreicht. Ja, goldene Kisten wäre noch ein Thema. Könnte man noch angehen. Schauen wir mal, wie wir dazu noch kommen. So. Was wollten wir heute tun? Heute irgendwas Wichtiges. Stand am Programm. Schmetterlinge beobachten. Nö. Ja, das auch. Aber, oh ja, ich weiß es wieder. Die Samen. So, und zwar brauchen wir... Moment. So, die wollen wir bauen. Also, Muttergen 2. Muttergen und Rinde. So, Muttergen 2. Wobei, ich würde mir die selber gerne herstellen. Oh, das ist leer, nicht voll. Upsi. So, dann nehmen wir die mal da raus. Füllen die mal da. Füllen die mal da ein. Bam. So. Also, wir wollen herstellen das. Dazu brauche ich zuerst das. Also, 5 Bakterien. 5 Methan, 5 Schwefel. Bakterien ist auch leer. Okay. So, Bakterien. Ich würde das alles gerne wirklich selber mit der Hand herstellen. Wir machen das einfach. So, wir haben hier, wir haben hier. Und dann holen wir uns mal Alge. Dann haben wir von vorne herein alles mit der Hand selber hergestellt. Oh yeah. So. Ja, und brauchen tut man es sowieso. Also, alles gut. Bin echt schon gespannt, wie die Entwicklung des Spiels weitergeht. So, wir werden übrigens den Rhythmus jetzt ein wenig umstellen. Wahrscheinlich. Schauen wir mal, wie ich es aufhalte. Ob wir auf alle 2 Tage umstellen. Ich bin mir noch nicht sicher. So, brauchen wir noch mehr Alge? Wahrscheinlich. Wollen wir noch ein bisschen. Ach, sieht schon cool aus. Wollen wir noch ein bisschen mehr Alge? Die Meeresalge. So, wir machen einfach das Inventar voll. Wir haben eh auch Wasser dabei. So, und dann können wir gleich direkt im Biolabor die Bakterien herstellen. Nee, ist schon voll. Ist schon voll alles. So, gleich direkt ins Biolabor. Ja, haben wir alles dabei. Ich hoffe, es geht sich alles aus. Also, wir brauchen... 1, 2, 3, 4 und 5. Super ausgegangen. So, da die Alge rein, da das Wasser rein. So muss das alles drinnen sein. So, wir haben also Bakterien. Wir brauchen jetzt Schwefel und Methan. So, schauen wir mal. Okay. Ah, wenn wir schon da sind. So, Schwefel. Wenn wir schon da sind, dann räumen wir auch gleich aus. Oh yeah. So, Uran. Dann haben wir da ein bisschen Özmium. So, und jetzt brauchen wir Methan. Wir holen den natürlich auch. Und räumen keinen Kasten aus. So, Methan, Methan, was ich alles kann. So. Ja, ab und zu kann man ja Larven aufheben. So, das kommt da rein, das ist gut. Schwefel und Methan. So. Wird zum guten alten Mutter gehen. Super, jetzt holen wir gleich nochmal Schwefel.
Aber da können wir ruhig noch mehr abgreifen. So, Schawefell und Iridium. Ist das laut immer, oder? So, der Schawefell ist schon voll, gut. Iridium haben wir nichts mehr gehabt, auch gut. Ah, da sind wir wieder. So, Methan und Schwefel. Komm, wir packen das rauf. Methan, Schwefel, wenn wir es brauchen, holen wir es einfach wieder. So, Schwefel. Da. Passt so. So, was brauchen wir jetzt? Das haben wir gemacht. Jetzt brauchen wir Muttergen 2. Wir brauchen unser Muttergen. Wir brauchen 5 gemeine Larven und viel Honig. So, unser Muttergen. 5 gemeine Larven. So, würde ich mal sagen, passt so. Wir können auch 10 machen. Bin da nicht so. Wollen wir noch 5 Muttergen? Gibt es da Muttergen schon drin? Ah ja, 4. 1, 2, 3, 4. Oh yeah. Ups. So, Muttergen die 5. Und dann brauchen wir 10 Honig. So, dann holen wir uns mal 10 Honig. Da kommen noch Bienen raus. Oh mein Gott. Ist das cool. Das ist echt... Das ist faszinierend. So, dann haben wir hier noch. Ja, passt. Super. So, dann auf zu Muttergen 2. Wunderbar. Großartig. So, was passiert eigentlich, wenn man die selber gezüchteten Bienen the Rhine wirft? Ist das super, ist das super. Okay, dann werfen die aber gleich wieder da rein. Sorry wegen der Biene. So. Insekten, die Bienen kommen da rein. Yeah. Ohne können wir dann essen. Und die da werfen wir da rein, oder? Machen wir das. Yeah. So, Insekt, bam, Dünger, bam. So, und das normale Muttergen. Was braucht man da? Muttergen? Ja, haben wir oben, aber will ich jetzt nicht umfüllen. So, Muttergen, bam. Wir haben jetzt 10 Muttergen 2. Wir brauchen, glaube ich, Rinde. Wir brauchen das normale Muttergen. Also 4 normale Muttergen. 1, 2, 3, 4. Yeah. War das 4 mal Rinde? Bin mir nicht mehr sicher. Ja. Wahnsinn. So. Der Hammer. Faszinierend. So. Ja, alle laufen, alles dreht sich, alles bewegt sich, alles ist so wunderbar. So, Muttergen 2 ist voll. Muttergen ist gut. So, ich pack. Oh, okay. Daher kommt die Sache. So, so. Und auch die Seide gleich neu gezüchtet werden. Super. So, Muttergen 2, ja, buff. Bringen wir das rauf, oder? Ich würde schon sagen. So, wobei Muttergen 2 hätte ich vielleicht im Krater auch ein wenig gerne eingelagert. Ich glaube, das wäre ganz praktisch. Muttergen 2 im Krater zu haben. Tragen wir es runter. Wir sind ja schnell wieder da. Muttergen, ups,
Mutagen 2. Krater, der weiß, wofür wir es brauchen, nämlich. Ach, schön. So, Mutagene, bam. Und zurück zur Base. Sehr cool. Nicht, dass ein Wetter kommt hier. So, auf rauf. Ob die Pilzbäume schon fertig sind? Ich denke ja. Naja, fast. 46, 47, es geht, es geht. So, Aubergine, Aubergine. Kommt da alles rein? Lass uns einen Pilz essen. So, wie viel Plastik haben wir da? Ja, da fehlt nur eines, das ist okay. So, dann räumen wir nochmal aus, bis die Pilzbäume fertig sind. Na, 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 na. So, run, geht sich exakt aus, wie schön. So, und dann haben wir da noch Ösmügen. So, und den Schwefel bringen wir da rauf. Wobei, wir haben 5 Schwefel. Wir könnten Sprengstoff machen, wir könnten alles Mögliche machen, aber wenn wir schon 5 Schwefel haben... Ach komm, wir packen das nach oben. Ich bin so aufgeregt wegen den Pilzen. Bam. So. So, gleich müssten sie fertig sein. Gleich müssten sie fertig sein. Ah, 84. Ja, das wird. Das wird. So, was machen wir in der Zwischenzeit? Holen wir drüben die Bienen ab. Da könnten wir jetzt auch so eine große Bienen-Dingens bauen. Ist schon viel. Machen wir das noch? Wenn wir die schon haben? Wir machen das. So, also wir brauchen dafür Rinde. Wie viel machen wir? 3. So, 3-mal Dünger. 1, 2, 3. Dann 3-mal Rinde. Und einmal Plastik. Wo ist Plastik da? Nein, da. Genau, und jetzt 3-mal die Biene. Da haben wir, glaube ich, auch Bienen drinnen. Ja, 1, 2, 3. So, und wo setzen wir die hin? In Krater oder da bei uns? Ich würde jetzt eigentlich sogar zum Krater, wenn es um Rohstoffe geht. Wobei, da haben wir nicht mal Bienen. Blümchen. Macht nichts. Da kommen sie hin. Da können sie fliegen. So. Bienchen. Einmal hier zum Bestäuben. Bam. Ach komm, wir setzen die anderen auch gleich da auf den. Jawohl. Und. Jawohl. So, super. Bienchen. Bienchen so umherum. So, jetzt schauen wir, ob die Pilze fertig sind. Die Pilzbäumchen. Sollte gleich ein Pilzbiom. So. Bin mir ziemlich sicher, dass die jetzt fertig sind. Ja, voll. So, auf geht's. 4 davon. So, wenn wir jetzt die Orgenbaumsamenstreuer, wir brauchen 8-mal Dünger 2. Und wir so viel haben, wenn ich mal. Ja. Gut. 6, 7, 8. Dann brauchen wir 4-mal Rinde. 4-mal. Moment. Bakterien. Haben wir da welche rumliegen? Ja. Das ist zwar zu viel, aber. Packen das da rein. So. 4-mal Bakterien. Zeolit 4-mal und 4-mal Superbommel.
So, Zeolit. 1, 2, 3, 4. Und 4 Superbommel. Wir müssen schauen, dass wir mehr Superbommel haben. Wir haben irgendwie viel zu wenig Superbommel. Oder zu wenig Superbommel. So. Wie reisen wir jetzt zum Krater? Also zum Krater. Ich möchte das in diesem Meteoritenbiom aufstellen. Ich habe mir gedacht, wir fliegen einfach rüber. So. Ach, zum Pilzbiom. Natürlich. Nein. Wir fliegen so. Wir genießen einen kurzen Ausflug. So. Jetzt schön von oben, dass wir einen guten Ausblick auch haben. Ist das nicht super? Also, ach, schön. Ah, schade. So, dann eben von hier. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Wir machen mal den. Schon cool. So, aber die Kiste, wenn wir die zerlegen würden, würden wir auch irgendwelche coolen Sachen bekommen. Oh. So, auf ins Meteoritenbiom. Und da werden wir jetzt auch pflanzen. Und zwar Pilzbäume. Yeah. Gleich wird's düster. Zappenduster. So. Wir stellen uns mal da drauf. Machen ihn hier. Stellen fest, dass das da super wäre. So, und Ryan damit. So. Ich weiß, da vorne liegt ein Pulsarquarz. Den will ich aber liegen lassen. So. Und er hier. So. Und einen dann noch. So, da ist ja die Grenze, Meteoritenbiom. Da wäre dann die Höhle, da. 1, 2, 3, dann würde ich sagen, einen packen wir da noch irgendwo hin. Eigentlich, oh, wie cool, ich freue mich so. So, wo packt man das hin, da? Wir haben hier einen, wir haben dort vorne 1, 2... Ja, wir machen das da. Ja. So. Letztlich ist es egal. Hauptsache, sie wachsen überall. Und das tun sie. So, super. Ein neues Pilzbiom. Ein neues Pilzbiom. Ja. So, und wir gehen wieder rauf und holen uns halt den Rest. Ob das Zeolit dort noch rumliegt, haben wir ein neues Pilzbiom geschaffen. Oh, schön. Mal schön zwischendurch ein Biom erschaffen. Ein Pilzwald. Ja, vielleicht werden wir da noch mehr reinpflanzen. Schauen wir mal. Ich bin so gespannt aufs Update. Schauen wir mal, Ende Februar hat es geheißen, ich bin gespannt. Wir werden jetzt ein wenig, also nicht Pause machen, aber
So, da war's. War's da? Ja. Wegen der Aussicht ging's uns. Genau. So, na dann. Nach dem Eisen. Boah, Superbommel und Alu ist okay. Schön. Da könnte man da auch noch die Hügel so bewalden. Schön. Mir gefällt's. So, zurück zum Pilzbiom, oder? Also es wird noch nicht so extrem viel gewachsen sein. Aber wir schauen trotzdem mal rein. Man hört schon ganz leise den Wasserfall von hier. Oh, jetzt haben wir zwei Biome, in denen diese Pilze wachsen. Einmal das Alu-Biom und einmal hier das Meteor-Biom. Lass es uns bewalten. Schön. Und da wachsen überall schon die Pilze raus. Ich freue mich so. Schön. So, Moment. Haben wir? Nein, haben wir nicht. Ich wollte gerade überlegen, ob wir einen Schluck zu trinken haben. Moment. Ich muss kurz trinken, sorry. So. Jetzt ist alles wieder gut. Seht nur, wie sie wächst. Das sieht super aus. Bitte. Ich danke schön. Aber wie viele kommen? Steht mal irgendwo rum? Hydration ist niedrig. Oh mein Gott, wir müssen trinken. Das sieht alles so cool aus. Wow. Schön. Gut. So, entweder durch die Höhle wäre schneller. Ah, wir schauen auch noch beim Alu vorbei. Da ist auch so schön viele Pilzchen. Die kleinen Bohrer, die den Weg zu Iklas Bunker weisen. Boah, das war ein ziemlich abrupter Schnitt. So, jetzt holen wir uns noch ein bisschen Uran. Uran, Uran. So, was wir nicht brauchen. Das. Super. So, was wir schon brauchen, ist ein kleines bisschen Uran. So, viel Uran war es eh nicht. Aber wir haben jetzt gerade passend zum vorigen Biom, zum neuen Pilzbiom, haben wir jetzt gleich vor uns die Reise durch unser altes Pilzbiom, also beim Alu. Ach, das ist so super, wenn überall, wo wir hinkommen, also überall, aber überall schon Bäumchen. Was für ein Träumchen, wenn hier wächst ein Bäumchen. Super. So. Und da passt doch echt gut, also zu diesem Alu-Biom passen diese Pilze ja super. Die dann so glänzen. Und das war auch der Grund, warum ich das beim Meteoritenbiom auch mit den Pilzen versuchen wollte. Ah, versuchen ist gut. Die könnte man auch alle abbauen, aber die leuchten so schön grün.
So. Dann zurück. Oh, schön. Ach, geht schon wieder los? Ja, naja. So, wir gehen mal rauf, bringen die Larven weg. Lieber nicht nach draußen. So, Medium. Das war das Falsche. Oh. Und wie laut und wie wild und oh. So, Blumen. Super, der goldene Samen. Oh yeah. Und dann haben wir normale Samen. Oh. Bam. Ups. So. Rauf in unser Häuschen. Ah. Zum Bettchen. So. Ja, dann würde ich sagen, da rein. Packt man das da. Was könnte man da noch reintun, damit das voll ist? Ja, das lassen wir aber so. Ah, alles gut. Wir könnten Sorten reiner zusammenschneiden. Jetzt ist aber gut. Und fertig. So. Danke. Mal kurz in der Küche gegessen. Ah, schön. So, Bakterie. Da rein. Und Wasser. So, und Wasser. So, und dann hier auch noch. Haben wir ein schönes neues Pilzbiom gemacht. Wunderbar. Wunderbar. Ah. So, jetzt schauen wir da nochmal rein. Okay, die sind eh voll. Einserdünger auch voll, super. Dann lass uns den mal abernten. Mutter gehen 2 und Mutter gehen. So. Was fehlt an dem? Ja, Schwefel könnte man jetzt umschlichten, aber ja. So, Bakterien sind da. Dünger 2 ist auch da, super. Bakterien könnte man ein paar da reinpacken. So, Dünger 2 und Dünger 1. Bam. So, sortieren. Das kommt nach oben. Bam. So, holen wir noch Rinde ab und dann würde ich sagen, was für eine erfolgreiche Folge heute. Ist das nicht super? Schön. Schön geworden. Gefällt mir. So. Ja, neue Biome müssen wir natürlich auch noch weitere erschließen. Ich denke im Speziellen das, was da hinten liegt mit dem schönen Flusslauf. Das ist auch so ein Ding. Oder die Wüste begrünen. Also wir haben noch viel, viel vor uns. Schön. Da könnte man auch noch mehr Algen reintun. Ja, aber wir warten aufs nächste Update. Was auch immer dann kommt, wir werden es uns ansehen. So, das räumen wir noch weg.
die gute Rinde. Jawohl, so, jetzt gehen wir runter. Da wäre noch eine gemeine Larve. So. Ja, läuft mit den Insekten. Wir könnten natürlich jetzt noch die Insektenraketen starten. Aber ich finde die so schön dekorativ, wenn die dort stehen und wir halt vorbeifliegen. Wir sind auf unter, unter 10.000. Das geht gar nicht. So, hier. Ja, da. Aber das haben wir auch bald erreicht. Gut, dann machen wir da noch weiter, bis wir da sind. Vielleicht sollten wir doch die Raketen starten. Wir können es ja später wieder neu machen. So, meine Lieben, das war's aber auch für die heutige Folge. Ich bedanke mich fürs Dabeisein und wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.